Sehr verehrte Damen, sehr verehrte Herren, ja, liebe Bürger und Beobachter des kulturellen Geschehens. In der Kulturarbeit, besonders auch in der internationalen Kulturarbeit, gibt es natürlich auch magische Momente. Es gibt Sternstunden und heute haben wir eine solche Sternstunde im offenen Kanal, dessen wir uns sehr freuen, dass wir hier in dieser Stadt in Fulda ein solch tolles Studio-Team haben und auch solche technischen Möglichkeiten. Wir hatten aus Anlass der Präsentation des zweiten Fuldaer Opernfrühlings nun eine Künstlerin zu Gast aus der Geschwisterstadt der Stadt Fulda. Wenn ich das mal so sagen soll, dann wäre Fulda die Schwesternstadt von der Bruderstadt Sergiev Posad, aber auch gut. Der Gründer Bonifatius ist natürlich auch eigentlich ein Mann gewesen und Sergiev war auch ein Mann. Aber sagen wir mal, es sind zwei Schwesterstädte, Geschwisterstädte, Partnerstädte, die sich nämlich die Hand gereicht haben, nämlich Fulda und Sergiev Posad. Und es war keine geringere Frau als unsere Bundeskanzlerin, Frau Merkel, die, als ich jetzt vorgestern vor drei Tagen die Zeitung, die Fuldaer Zeitung aufschlug, sagte die Bundeskanzlerin, wir wollen für bessere Beziehungen zu unseren östlichen Nachbarn suchen und auch pflegen und aufbauen. Nun, sie sagte das ein wenig eingeschränkt. Sie sagte, aus strategischen Gründen. Nun, wir Künstler haben aber noch mehr Gründe, außer die strategischen, dass wir uns treffen. Denn wir sind über die Grenzen hinaus herzlich miteinander verbunden. Und deswegen begrüße ich also heute in unserem Studio zwei erlauchte Damen aus dem Kulturgeschehen. Ja, setze ich mich gleich mal zu Ihnen. Also, herzliches Willkommen hier in unserem Studio. Wir haben einen Gast zu präsentieren, und zwar Maria Schudowskaja. Sie sitzt hier neben mir. Und Frau Oldenburg. Aber Ihr Vorname noch mal bitte? Natalia Oldenburg. Ah. Wir haben also Natalia Oldenburg hier zu Gast und sie hat sich bereit erklärt, unsere lieben und gut gemeinten Worte dann zu übersetzen. Denn ich habe sehr wenig Russisch gelernt und Natalia spricht a little bit broken English. But, ja, jedenfalls, ich sage jetzt nicht mehr but, sondern aber, lasst uns mal ein schönes Gespräch führen. Über Kultur. Ich möchte ganz kurz etwas sagen, zunächst mal über die Kleidung. Was wir anziehen, und da darf ich mal bitten, ne? Also es geht nun um Kleidung, was wir so tragen. Meinen Sie im Alltag oder? Nein, ich meine jetzt auf der Bühne, also auf der Bühne des Geschehens. Ne? Ich gehe mal mit meinem Beispiel, Frau Oldenburg, mal voraus. Sie sehen hier also, das sind Schuhe, sozusagen von der Rockbühne genommen, denn wenn ich im deutschen Rockwettbewerb moderiert habe mit meinem Freund von den Scorpions, den Rudolf Schenker, dann ist natürlich klar, man hat da ein anderes Schuhwerk an als jetzt auf einer klassischen Bühne. Deswegen dachte ich, da ich ja auch Klassik präsentiere, habe ich heute diese Fliege angezogen und das weiße Konzerthemd mit einer Weste. Spricht also für die Klassik. Aber ganz für die Klassik spricht heute unsere Sängerin Maria. Und dein Kleid, also erklär, ob es für dich eine Bedeutung hat oder zu welchem Anlass du es trägst. Первый вопрос Михаэля об одежде. Он хотел бы поговорить об одежде, которую мы надеваем, когда выходим на сцену, и насколько это важно соответствовать тому образу, который мы на сцене представляем. Михаэль хочет спросить вас об этом платье, которое вы сегодня надели. Имеет ли оно какое-то особое значение для вас? Почему вы выбрали его? И вообще ваша одежда, которую вы надеваете на сцену? Да, я считаю, безусловно, когда выходишь на сцену, если это концерт, да, в опере у нас есть театральные костюмы на спектаклях, мы не выбираем себе одежду, нас одевает художник театральный, рисует образ, и мы одеваем то, что нам предлагают. А в концертном варианте, на концертах, и, безусловно, я сама продумываю
свой образ, я понимаю, что я хочу донести, как я хочу при этом выглядеть. Das ist immer unterschiedlich. Wenn ich im Operntheater singe, habe ich keine Möglichkeit, meine Kleidung selbst auszuwählen. Das wird von unseren Kostümbildern selber gemacht und entworfen. Und wir müssen dann in diese Kostüme schlüpfen, denn sie haben die ganze Vision, wie die Oper später aussehen soll. Im Konzert ist das aber ganz anders. Da muss ich mir Gedanken machen, welche Lieder singe ich, was präsentiere ich auf der Bühne. Und das beeinflusst natürlich meine Kleidungsauswahl. Ну, то есть, если я пою Аву Марию, то я не один то, что я буду одевать, когда я буду петь Кармен. Also, wenn ich Ave Maria singe, werde ich nie dasselbe anziehen, wenn ich jetzt zum Beispiel Carmen singe. Ja, genau. Также и мое платье сейчас соответствует, как мне кажется, студии, тому, что сейчас происходит. Потому что если бы это был парк, прогулка на гору, как мы вчера гуляли, одежда была бы другая. Mhm. То есть все соответственно месту, одеваю одежду соответственно тому, что я собираюсь делать. Also finde ich, dass dieses Kleid einfach passender zu unserem Gespräch heute ist. Mhm. Bei unserem Spaziergang auf der Wasserkuppe wäre das natürlich völlig unpassend. Ja. Und so in unserem Leben treffen wir immer diese Entscheidungen, was ziehe ich denn heute an? Ja, das ist vielleicht manchen Jugendlichen gar nicht mehr so, oder das ist ja Bestandteil von Erziehung auch, ne, dass man Kleidung auswählt. Ja, das ist das richtige Stichwort, Frau Oldenburg und Maria. Wir waren gestern in der Rhön unterwegs. Und was hat dir denn an der Rhön so gefallen? Вы вчера были на прогулке на горе Wasserkuppe, вы были вчера у озера. Что же вам больше всего понравилось? Мой восторг, он очень большой. И я могу сказать, что мне настолько здесь нравится и настолько хорошо, мне нравится все. Здесь природа необыкновенная, воздух, травы. Мне очень нравится, что здесь не косят газоны, что здесь трава, вот это разнотравье, оно такое вот... То есть я обратила внимание, что даже когда мы гуляли по центру, где-то чуть-чуть скошено, но все равно в центре... Трава растет разная, и вот ее не косят. Это так здорово, это очень красиво. И я сейчас так перешла от горы к центру. Ну, в общем, может быть, скажете, а я потом еще подумаю, что сказать. Meine Begeisterung ist ganz groß. Ich finde die Schönheit der Natur, auch frische Luft, ganz hervorragend. Und was ich besonders toll finde, wie liebevoll man hier mit der Natur auch umgeht, dass man nicht immer den Rasen ganz kurz und ganz ideal schneidet, sondern auch mitten in der Stadt, wo sie auch spazieren gehen war, dass man nicht nur frisch geschnittenen Rasen hat, sondern auch diese Natur an sich. Unbelassen, unbearbeitet, also nicht unbearbeitet, aber Natur aus Natur pur, sagen wir mal. Ja, denn ich habe ein kleines Erinnerungsgeschenk, Maria, habe ich dir mitgebracht. Das ist ja so У меня есть для вас подарок. Это маленький сувенир от меня. Denn ich bin ja eigentlich als singender Künstler auch mit heimatlichen Liedern aufgewachsen. Sie gehörten zu meinem Jugenderfahrung, mit meinem Großvater schon gemeinsam musiziert. Und ich bin in der Rhön sowas wie ein Original. Also, ich bin nämlich der Rhön Michel. Ich halte es mal ganz kurz in die Kamera, vielleicht passt es irgendwo, dass es nicht so reflektiert. Aber es sind die schönsten Lieder der Rhön praktisch. Und das hier ist Pferdskopf. You have seen yesterday. Oh. Sagen Sie mal, ne? Also dann, gut. Und Frau Oldenburg, danke auch Ihnen habe ich eine Vielen Dank. CD gerne zum Überreichen mitgebracht. Ja, es freut mich sehr, wenn sie gefallen findet. Jedenfalls die Kinder, die hören diese Musik sehr gerne. Und wenn sie mich dann singen hören da und so, dann fangen sie an zu tanzen und singen mit. Jedenfalls, so ist das. На этом диске собраны особенные песни. Дело в том, что господин Виссенбах здесь, в регионе, известен как оригинальный певец, который поет музыку из различных жанров. На этом диске собраны народные песни из этого региона, и они также среди его учеников, среди детей, которые приходят на уроки.
они очень популярны. Когда они слышат эту музыку, они сразу начинают танцевать. Mm-hmm. Он будет, ему будет очень приятно, если вам понравится эта песня. Спасибо большое. Und habe ich schon gesagt, dass ich, Entschuldigung, ja, habe ich schon gesagt, dass ich der Rhön-Michel bin. Ich bin der Michel. Der Michel ist eine deutsche Figur, eine legendäre Figur, der deutsche Michel. Das sagt man in der ganzen Welt so. Aber ich bin der Rhön-Michel. Vielleicht ihr mal erklären. Ne? И для, именно для этих целей у господина Вессенбаха есть специальный псевдоним, сценический Michel aus der Rhön, то есть Michel из Rhöne. И именно с этим именем, именно с этим сценическим именем связана работа над этими песнями. Прекрасно. Mm-hmm. Природа изумительная. Maria, kommen wir nun zu dem Programm der Kammeroper Fulda zum zweiten Opernfrühling. Du hast uns 4 Auftritte gesungen und dein erstes Lied war dieses Ave Maria. Мария, давайте поговорим сейчас о вашем выступлении на оперной весне в Фульде. Uh-huh. Вы выступили 4 раза, вы были 4 раза на сцене. И первое произведение, которое вы пели, было «Аве Мария». Und für Fulda ist die geistliche Musik von höchstem Stellenwert. И в Фульде духовная музыка имеет очень большое значение. Und wie ist das in deiner Heimatstadt, in Sergiev? Как же это в твоем родном городе, в Сергиев-Посаде? Сергиев-Посад – это православный центр. Это, у нас на территории города Сергиев-Посада находится Троица Сергиева Лавра. Mm-hmm. Это очень большой православный культурный центр. Вот. И, в принципе, город православный. И немножко забыла я вопрос, что он имел в виду. Какое значение имеет духовная музыка в вашем родном городе? Для меня или в родном городе? В родном городе. В родном городе. Ну, все люди разные, и для кого-то это имеет большое значение. Кто-то далек от этого. Но, в принципе, люди очень у нас культурные. Sergiev-Posad ist kulturelles Zentrum in Russland, ist orthodoxes Zentrum, sozusagen Herz der orthodoxen Religion. Oh, das ist ja wie für mich geschaffen, weil ich bin ein Basso Profondo, ein tiefer Bass, der also abgrundtief singen kann. Gell? Zum Beispiel, ich kann also wenig Russisch, aber so ein wenig singe ich dann Gospodi Pamilui. Diese Cherubimi. Und man hat schon gesagt, kommen Sie nach Russland, singen Sie mit uns gemeinsam. Ich war auch einmal in diesem Kloster zu Gast, mhm, in Sergiev. Ja. Das hat mich sehr gefreut. Und genau in diesem Kloster finden auch viele wichtige Ereignisse, was für viele religiöse Menschen in Russland von großer Bedeutung sind. Was aber die geistliche Musik betrifft, ist es sehr unterschiedlich. Es gibt viele Menschen, für die es von einer sehr großen Bedeutung ist, und es gibt Menschen, die damit wenig zusammenfinden. Ne? Deswegen ist es sehr, sehr unterschiedlich. Про себя я могу сказать, что когда я училась в студии музыкальной, где в Дворце культуры имени Гагарина, где я сейчас работаю в оркестре, мы пели очень много духовной православной музыки. Я на этом выросла, вот, я это очень люблю. Was mich betrifft, sagt Maria, mhm, dass ich bereits in meinen Studienjahren das sehr viel gesungen habe, in unserem Kulturzentrum mhm, namens Gagarin, mhm, wo ich dann auch angefangen da habe. Ich wo auch ich schon jetzt, gesungen in diesem Palast. Wo mhm, ich jetzt als Solistin arbeite, sagt Maria, ja, mhm, dann haben wir sehr, sehr viele geistliche Musik gesungen. Ja. И музыка, соответственно, духовная русская, и очень много и других композиторов, вот «Аве Мария». Я пела, например, Маскани, есть у Баха «Аве Мария», Шуберта «Аве Мария». Это все я очень люблю. Und das meine ich nicht nur russische geistliche Musik, sondern auch die Werke anderer Komponisten. Zum Beispiel «Аве Мария» war von Маскани, aber es gibt auch bei Bach «Аве Мария» oder bei Шуберта «Аве Мария». Ja, hunderte jedenfalls. Hunderte. Mhm, mhm. Mhm. Wir haben ja auch ein Ehrenmitglied der Kammeroper Fulda. Sie stammt aus Fulda, Maria Hünteler. Sie ist eine solch treue Seele. Sie besucht unsere
Konzerte. Und immer wenn es dann soweit ist, dann singen wir für Sie auch ein Marienlied. Oh. Und sagen, wir denken nun mit Liebe auch an dich, an die große Maria, die Mutter Gottes, aber auch mal an eine Maria, die ganz einfach durch das Leben hier stapft und läuft. So, ne? Gut. Jetzt aber zu einem neuen Thema. Mhm. Maria. Ja. Du hast gesungen ein Duett mit einer meiner guten Sopranschülerinnen, mit der Kathleen Möller, das ist ein Mädchen, oh. Sie kommt aus Hünfeld, sie studiert bei mir Gesang und sie bereitet sich darauf vor, dass sie auch ein universitäres oder Hochschulstudium dann antreten möchte. Und ihr habt eine amerikanische Komposition gesungen, das muss man überlegen. Eine russische Sängerin, eine deutsche Sängerin haben ein amerikanisches Duett gesungen, Clusters of Crocus. Und das Duett, ich musste fast weinen, aber ich habe meine Tränen dann alle nach innen verschluckt. Ich wollte meine Tränen nicht zeigen, wie schön ihr das gesungen habt. Михаил хотел бы поговорить немного о дуэте, который вы спели с его ученицей Кэтлин Мюллер. Кэтлин Мюллер. Кэтлин Мюллер. Это его ученица, она занимается у него вокалом и хотела бы стать певицей. Она хочет подготовиться к вступительному экзамену в высшее учебное заведение. У него были слезы в глазах, когда он слышал ваше пение. И подумай только, российская певица, немецкая певица стоят на сцене и поют дуэт из американской музыки. Как вы нашли это выступление? Прекрасно. Я вообще творческий человек, я очень люблю что-то новое. И он мне прислал незадолго до моего приезда эти ноты, вот, сказал, что мне нужно будет спеть. Я порадовалась, вот, и мы порепетировали. Так получилось, что я приехала прямо в день концерта, мы прямо в день концерта порепетировали. Девочка очень молодая, но она справилась, ну, то есть, как бы, она же пела, получается, без репетиции со мной, но она справилась, она спела на концерте, все было хорошо, очень. И интересно очень было, вот, он спросил про платье вначале, да, так получилось, что я привезла платье такой вот длины, красное, пышное, а она одела зеленое, практически такое же. И мы стояли просто как две куколки практически в одинаковых платьях, только разного цвета. Это было очень здорово. Вот. Как два цветка в саду. Ich bin künstlerisch sehr vielseitig, sagt Maria. Ja. Deswegen, als ich diese Noten von Michael bekommen habe, habe ich mich sehr, sehr gefreut. Mhm. Und es kam so, dass ich erst am Sonntag nach Fulda gekommen bin. Ja. Also hatten wir keine Möglichkeit, zusammen zu proben. Ja. Das musste alles sehr, sehr schnell gehen. Alles. Aber die Schülerin hat diese Aufgabe wunderbar gemeistert. Oh, Dankeschön. Und ja. Besonders witzig fand Maria, dass sie ein schönes Kleid mitgebracht hat für ihr Konzert. Ah, ja. Das war ein knielanges rotes Kleid. Und die Sängerin hat zufälligerweise, ohne vorher abzusprechen, ein knielanges grünes Kleid, was sehr ähnlich aussah. So standen sie wie zwei Blumen auf der Bühne. Dann war der Frühling gesichert. Ja. Ich habe dieses Lied dann zum Anlass genommen, Maria Schudowskaja für nächstes Jahr zur Kammeroper Fulda erneut einzuladen, um einen Meisterkurs in Fulda zu erteilen für alle Sopran singenden Mädchen und hohe Frauen. Aber die Frauen werden staunen über die Mezzo-Mischung ihrer Stimme. Sie hat nämlich eine sonore, frauliche Tiefe, diese Stimme, die ist wunderbar. Die erzeugt in mir als Bassist sofort eine Gänsehaut, kann man sagen. Ja, dass Männer auch Gänsehaut bekommen, das soll ja mal vorkommen. Jedenfalls in dieser Musik ist das so. Also ich lade Sie ein zu einem Meisterkurs nächstes Jahr. Das genügt dann in der Übersetzung. Михаил хотел бы пригласить вас на проведение мастер-класса в следующем году в рамках фестиваля «Оперная весна Фульды», чтобы вы могли рассказать молодым девушкам, женщинам, которые поют сопрано, как они могут улучшить свое пение. И Михаил просто восхищен, что вы не только как сопрано поете, но у вас удивительные глубокие тоны меццо-сопрано. Это просто невероятно, что даже он, как бас, у него вот просто... Его очень трогает ваш голос. Спасибо. Nun, meine Damen und Herren, wir machen nun einen kleinen musikalischen Test. Wir wollen ja auch ein bisschen kichern und freundlich sein und lachen. Wenn ich jetzt singe, bin ich gespannt, was wird Maria tun?
wenn ich auf Italienisch singe? La ci darem la mano, la mi dire te si, vedi non è lontano, partiam bel mio da qui. Vorrei, non vorrei, mi trema un poco il cuore, felice versarei, ma può burlarmi ancor, ma può burlarmi ancor. Es ist so wichtig. Es ist rauschen Applaus. Es ist so wichtig, dass unsere jungen Menschen in den Schulen, dass sie wissen, dass die Analyse und das Hören von Musik durchaus in der Popmusik ein anderes Hören bedeutet als in der Klassik. Die Klassik würdigt in ihrer Musik die Schönheit eines Tones. Also, und Schönheit in der Melodie, die so eindringt in die Seele, so tief eindringen kann in die Seele auch. Während jetzt die Pop- und die Rockmusik also weniger darauf aufbaut, sondern mehr auf den Rhythmus, der ja auch notwendig ist, der Rhythmus, das ist klar. Aber ich unterscheide eben zwischen, Frau Oldenburg, Sie wissen natürlich auch, dass klassische Musik ohne Rhythmus nicht existiert, im Grunde. Aber dieses Schwingen einer Stimme, das dringt zu Herzen. Ja, und jetzt noch eine Frage, vielleicht abschließend nun. Maria. Das ist aus der, das war ein Zitat aus der West Side Story, gell? Sie wissen es, ne? Das ist klar. Du bist auch die Darstellerin der Carmen auf der Bühne. Du hast uns ein Sequidilla gesungen. Das war fantastisch. Es haben jetzt nur noch die Kastagnetten. Die haben jetzt gefehlt. Die sind in unserer Requisite leider nicht vorhanden. Aber was muss man berücksichtigen, wenn man eine Carmen richtig interpretieren will? Denn die Carmen möchte doch den Mann im Grunde genommen beherrschen. Ist das nicht so? Мария, Михаил хотел бы поговорить о вашей роли Кармен. Во время концерта вы пели Сегидилью так прекрасно, не хватало только кастаньет, к сожалению, их не было. Но можно было прекрасно чувствовать. Что, по-вашему, необходимо, когда певица интерпретирует роль Кармен? Кармен – это не голос, Кармен – это характер. Кармен – это keine Stimme, Кармен – это ein Charakter. Это женщина, которая неистово любит. Если она влюбляется, она любит неистово. Mm-hmm. Вот. Если она разлюбила, то она разлюбила. А Сегидилью нельзя петь с кастаньетами, потому что по сценарию оперы она связана. Поэтому я пела со связанными руками. Она находится в полицейском участке. Mm-hmm. И она пытается соблазнить Хозе, mm-hmm. и поет со связанными руками, пританцовывая. Mm-hmm. Собственно, я пыталась, кастаньеты нет, mm-hmm. именно в Сегидилле. В другой своей песне она с кастаньетами поет. Mm-hmm. Вот, поэтому здесь я старалась придерживаться образа, который в опере. Carmen, Carmen, wie Sie schon gesagt haben, es ist keine Stimme, das ist ein Charakter. Und wenn Carmen liebt, dann liebt sie unendlich. Aber wenn sie schon nicht mehr liebt, dann ist das auch unendlich und endgültig. Diese Gedilia darf man mit Kastagnetten nicht aufführen. Denn laut dem Opernplot, sie ist eigentlich im Polizeirevier und ihr Hände sind festgebunden. Sie versucht, den Jose zu verführen. Also sehen Sie, obwohl ihre Arme gebunden sind, und sie tanzt ein bisschen dabei. Das wäre falsch, Kastagnetten zu nutzen. Ja. Es gibt aber ein anderes Lied in der Oper, wo das gut zur Geltung kommen kann. Es tut mir leid, dass ich leider, ich lebe in Fulda, sag ihr,
und ich trage ein Opernhaus in meinem Herzen. Aber ich habe nicht die Möglichkeit, im Schlosstheater einmal aufzutreten, weil das Publikum ist zu klein. Михаил просит сказать вам, что ему очень жаль, что он допустил такую ошибку, но ему очень важно сказать. Он живет в Фульде, но в его сердце целый оперный театр. К сожалению, у него нет возможности выступить в городском театре, поскольку количество зрителей не так велико. Ja, gut. Und ja, vielleicht nun noch ein Gedanke, den ich gerne sagen möchte. Der Aufbau eines Theaters hat eigentlich sehr viele Schritte und man braucht die besten Sänger und man braucht gute Requisiteure, gute Handarbeit, Stoffnäherei, Kostüme, Bühnenbild, ein Orchester und alles das fehlt uns noch. Aber ich bin dabei, es zu entwickeln, damit Fulda auch eine repräsentative Stadt ist, nicht nur auf dem geistlichen Sektor, sondern besonders auf dem Gebiet des selbstproduzierten Theaters. Und natürlich ist uns die Musicalbühne sehr vertraut in Fulda. Die schätze ich auch sehr, dass die Kollegin Dennis Martin zum Beispiel, er saß mal in meiner Jury und hat mir geholfen, den Osthessen-Superstar zu finden. Mhm. Ja. Und das ist jetzt mal so ein bisschen Fulda-Verbindung, ne? Frau Oldenburg, Natalia. Ich bin der Michael. Ich bin Natalia. Natalia. Also der Dennis Martin hat mir geholfen, damals in Osthessen Superstar zu produzieren, aber das ist ja so schwer. Denn wenn du heutzutage eine CD produziert hast, ist das erstmal noch nichts. Selbst wenn du ein Theaterstück kreiert hast, das schon komplett ist, auch mit Kostümen, mit allem, dann ist das nur eine Voraussetzung für das, was dann eigentlich kommen müsste, nämlich ein propagandistischer Feldzug durch alle Medien mit Werbemitteln. Ja, das ist so kostenintensiv, dass wir schon durch die Produktion alleine am Produkt schon erlahmen finanziell. Und dann soll dann noch eine große Maschine draufgesetzt werden für so ein Theater. Und da haben es natürlich die Städte eindeutig besser, die, wie soll ich sagen, die Residenzstädte sind, aber auch ein Theater des gesprochenen Theaters und auch des gesungenen, weltlichen Theaters schon immer traditionell aufgebaut haben, wie zum Beispiel Eisenach, Meiningen und Gießen und Kassel. Und Fulda hat immer ein bisschen mehr nur die Geistlichkeit betont, vielleicht aus Schüchternheit. Das müssen wir vielleicht in einer anderen Sendung mal befragen. Aber ich bin der großen Hoffnung, dass diese Stadt komplett sein wird in Zukunft auch. Maria, du hörst mir zu. Du bist ein Engel. Maria, Angel. Weil ich habe jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen was rausgelassen. Lasst uns mal Nastrovje sagen. Aber bitte, da, meine Damen und Herren, das ist kein Wodka. Sieht nur so aus, ne? So, also Prost. Prost. So, gut. Und Prost. Nastrovje. Und wenn wir die Möglichkeit also haben, Musik auch noch einzublenden, denn wir haben fantastische Aufnahmen, hoffe ich doch, ich habe es noch nicht kontrolliert, fantastische Aufnahmen gemacht mit den Kameras des offenen Kanals, dann freuen wir uns sehr, sehr, dass es eine solche schöne Zusammenarbeit gibt. Und ich habe neulich Freundschaft geschlossen mit dem Chefdirigent des Städtischen Konzertchores, Carsten Rupp. Er hat, von dem türkischen Komponisten Yunus Emre hat ein ganzes Oratorium aufgeführt auf Türkisch. Das ist doch bahnbrechend für eine solche Stadt wie Fulda, dass wir es schaffen, international zu werden, und zwar aus aller Echtheit der Empfindung. Und das fand ich sehr, sehr wichtig. Und unsere Partnerschaft mit Sergej Posad hat nun so fruchtbar begonnen. Ich habe dort schon jetzt zweimal gesungen und ich war auch mit dem Orchester auf Tournee in der Schweiz. Haben wir eine Schweiz-Tournee dann gesungen. Das war wunderbar. Und diese Zusammenarbeit,
die kann ich gar nicht aufgeben. Ich muss sie aufbauen und weiter erblühen lassen. Und das wird der Michailowitsch wird es auch tun. Ja, Maria. Also, jetzt nur noch mal einen Schluck, ne? Na zdrowie. Und ich bedanke mich sehr bei Ihnen, Frau Oldenburg. Auch hier ein Brückenschlag, der, ich weiß nicht, ja, wenn Sie selber vielleicht, aber brauchen wir jetzt nicht zu thematisieren, ne? Sie sind ja privat hier, ne? Ganz genau. Genau. So, also darauf noch mal meinen Schluck nun. Dann verabschiede ich mich mit den Rockstiefeln, die ich hier angezogen habe. Aber mit der klassischen... Aber was ist mit der roten Beete? Ah, ja, ich habe eine Regieassistentin gefunden. Meine Damen, meine Herren, ach, Frau Oldenburg, Sie sind ja eine aufmerksame oh. Frau. Ich habe hier eine Überraschung. Nämlich, wenn die russischen Bürger zu uns kommen, wenn die Russen kommen, das war mal ein Angstbegriff, die Russen kommen, dann haben ja die... Rodger Monotones haben dann gesagt, Erbarmen, zu spät, die Hesse komme. Also das sind wir, die Hesse. So. Und nun sind aber die Russen doch zu uns gekommen, schon mehrfach in Fulda. Wir haben tolle Klavierlehrer hier. Erstklassig ausgebildete Pianisten. Wir haben hier Violinisten, Bläser und alles. Und da sind wir stolz drauf, dass wir so viele... auch bei uns beschäftigen können. Und ich habe mir sagen lassen, Borsch. You know, yes. This is rote Beete. Und die russischen Gäste essen gerne Kartoffeln, besonders in Deutschland. Also alles, was aus der Erde kommt, irdisch, was irdisch auch schmeckt. Und das ist die rote Beete sowieso. Sie ist ja eine Wurzel in der Erde. Und da gibt es ein Rezept. Maria, sag was, denn sie ist eine Meisterin der russischen Küche. Und nächstes Jahr gibt sie neben dem Meisterkurs Singen auch noch einen Kochkurs für dieses schöne Gericht Borsch. Михаил просит рассказать вас рецепт борща и надеется, что вы в следующем году, помимо мастер-классов по пению, сможете дать мастер-класс по приготовлению борща. Для борща свеклы недостаточно. Es reicht nicht, eine rote Beete für den Borsch zu haben. Ach so, ja, natürlich, das wäre natürlich. Da brauchen wir noch ein Maggi oder, naja, jedenfalls manches, ne? Wird dann noch gebraucht, ne? Wird gekocht. Ну, это же будет еще приготовлено, правда? Конечно. Das vertagen wir mal am besten dann auf das nächste Kulturjahr. Der nächste Kultursommer kommt bestimmt. Und das wird die Kammer Oberfulda natürlich beschäftigen. Und wir freuen uns, dass wir dich kennenlernen durften durch die politischen, fruchtbaren Gespräche, die geführt wurden zwischen den Bürgermeistern, Oberbürgermeistern, Bundeskanzler und dem Herrn Putin schließlich auch. Denn als ich aus Russland zurückkomme, da höre ich dann eine Meinung, Sie sind ja ein richtiger Putin-Versteher. Also ich verstehe Putin. Ja gut, habe ich dann gesagt, wo ist da das Problem? Ne? Ich gesagt, ich bin ja selber auch so ein kleiner Putin. Ne? Ich habe ja ein Ensemble und ich muss doch sehen, wie ich die Menschen, die zu mir kommen, wie die auch in Arbeit und Brot bleiben und wie die auch in Arbeit und Brot kommen. Ja, gut, also ja, da will ich dann das nicht so sehr vertiefen. Die Geschichte wird ja nun weiter in Zukunft zeigen, wenn uns der Borsch also gelingt, wenn wir den kochen, dann, ne, dass es uns schmeckt im Grunde. Und wir sind in Europa ein Kontinent, der sich ungern spalten lässt. Wir sind mit unseren östlichen, Nachbarn in einer wichtigen Verbindung. Und das zeigt die Geschichte, denn ich habe Geschichtswissenschaft studiert. Ich habe zwar keinen Lehrauftrag an der Schule, aber ich habe die historischen Konsequenzen der politischen Geschichte wissenschaftlich studiert. Und es kann nur besser werden und sich entwickeln durch die Kultur. Und deswegen sitzen wir hier zusammen. Und damit, meine Damen und Herren, verabschieden wir uns. Wir sagen noch einmal, na zdrowie, vielen Dank.
Frau Natalia, dass Sie übersetzt haben und vielen Dank. Aber jetzt doch mal ihr das sagen, dass sie weiß. Sie schaut mich so staunend an. Sie, als wir durch die Rhön fuhren, sagte Maria, I don't understand. I don't understand. No, ja, also sag ihr noch mal was Schönes, ne, dazu jetzt zu meinem etwas langatmigen Kommentar. Михаэлю очень важно, чтобы наши отношения между Фульдой и Сергеем Посадом развивались и дальше, поскольку эта связь важна не только на культурном уровне и даже на политическом. Михаил высказал свое мнение по поводу важности развития политических и культурных связей между нашими странами. Он надеется, что наши традиции будут дальше развиваться. Я вообще считаю, что музыка и культура, они аполитичны. Ich bin der Meinung, dass Musik und Kultur außer Politik bleiben sollten. Ja. Вот. Mhm. И какие бы отношения ни были в верхах власти, это не имеет отношения к людям, к культуре, к музыке, к пению. Ich denke, egal welche Beziehungen unsere Politiker haben, Musik soll außer Politik bleiben und für Verbindungen sorgen, auch für die Menschen da zu sein. Ja, genau. Ja. Die Politiker, die sollen ihre Sitzungen und ihre Tagungen, die ja sowieso manchmal überhaupt keine Ergebnisse bringen, sollen die machen, wie sie denken. Ne? Wir sind Künstler und leben in einer anderen Welt. Ne? Мы люди искусства, мы живем в другом мире. Да, ne? Точно. Ja? Точно. Okay. Ja, darauf dann ein Schlussnass, Trovje, darf ich. Das ist also kein Wodka, gell? Ja, ne? Dann просит еще раз поднять тост на здоровье. Давайте. На здоровье, ne? Спасибо. На здоровье. So, Kamera, Ende.